Shit, Leute, wir haben ein riesiges Problem. Also erstmal herzlich willkommen bei der neuen Folge oder vielleicht auch der letzten Folge auf diesem PvE-Server. Da vorne ist unsere Base. Er hat schon zwei Dinos von uns gekillt. Der Titanosaurus ist hier. Er hat die ganzen Nachbarn zerstört. Er wütet. Wir haben schon im Chat ist hier schon die ganze Zeit die Hölle los. Aber wir bekommen ihn einfach nicht weg. Der hat schon, weiß ich nicht, wie viele von unseren Flugsauriern und alles kaputt gemacht. Meinen ebenfalls. Ich hatte wieder einen neuen. Da kommt wieder einer, der ihn versucht wegzulocken. Das ist echt krass. Er wird uns auf jeden Fall unsere Monster wahrscheinlich kaputt machen. Ich habe schon ein paar Screenshots gemacht, war völlig baff die ganze Zeit. Ich bin schon seit einer Stunde hier zugange. Der ist durch unsere Bucht gelaufen, haben ihn durchgelockt. Und okay, ich glaube, das war's jetzt. Das sieht echt nicht gut aus. Hier ist unsere Base, wie ihr seht. Ich habe unsere Monster schon in die Ecke gezogen, also unsere Dinos. Aber er ist auf dem direkten Weg wieder mal nach uns. Er ist gerade schon hier durch unsere Bucht unten durchgelaufen. Die haben ihn da durchgelockt. Dann hat er den Sarko von uns gekillt und den Flugsaurier. Es sieht auf jeden Fall richtig mies aus. Er ist genau hier bei uns. Wenn er da vorne die Bucht hochkommt oder überhaupt hier hochkommt, dann sind wir geliefert. Da ist er jetzt. Das ist echt. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Den Bronto, den haut er mit einem Hit weg. Der ist Level 55, unser Bronto. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Level ist, aber der hat sowieso. Ich glaube, der ist sowieso völlig OP. Er hat uns auch mit einem Schlag den Pterodondon oder wie der nochmal heißt, wegge. Ach du meine Güte, er kommt. Er kommt 100 pro hier hoch jetzt gleich. Ich versuche mal den Bronto noch ein Stückchen nach vorne zu ziehen, schnell. Aber ich glaube, das wird unser Ende sein. Er hat unsere ganzen Nachbarn da hinten. Hier unten am Strand, wo ich jetzt gerade hin zeige. Da hat er schon alle getötet. Alle. Oh Gott. Er hat alle das schon weggemacht. Ich stelle ihn jetzt einfach so hin und hoffe, das reicht. Scheiß auf die Rampe, ich springe einfach runter. Ich habe nämlich gerade unser Gebiet auch ein bisschen erweitert. Aber das war's jetzt. Ja, bitte geh wieder weg. Er wird auf jeden Fall zurückkommen, weil keiner ihn weglockt. Wir haben nichts mehr zum Weglocken. Womit soll ich das machen? Der kriegt uns sofort. Egal mit welchem Tier von uns. Und ja, jetzt dachte ich mir gerade eben, haust du nochmal schnell eine Aufnahme raus. Bevor ich den Server jetzt verlasse, sozusagen, wenn der jetzt hier bei uns reinkommt. Ja, was heißt verlassen? Ich glaube, ich werde dann noch weiterkämpfen und wieder versuchen, neue Tiere zu holen. Aber ist halt sehr, sehr ärgerlich und. Das ist echt Katastrophe hoch 10. Ich dachte so, jetzt haben wir die dicken Tore und alles und hier die dicke Mauer und so. Und da kann uns doch eigentlich kein Monster mehr reinkommen. Und dann kommt er hier um die Ecke. Ja. Ja, wie gesagt, da hinten, hier hinten am Strand da alle, da sind ja viele Nachbarn gewesen. Hier oben der auch. Die haben alle ihre Tiere verloren. Also ich weiß nicht, ob der hier links auch, er ist auf jeden Fall da unten, hat er über gewütet, da bin ich dann hingeflogen. Und dann habe ich gesehen, dass er über die Zäune geklettert ist, sozusagen, einfach rübergegangen ist und hat da alles weggemetzelt. Und ja, es sieht so aus, als wären wir der Nächste. Oder was heißt Nächste? Der hat dann hier am Strand unten noch alles gewütet, dann haben wir ihn versucht ins Meer zu locken. Da hat er mich dann auch weggeholt. Und ja, jetzt ist er anscheinend wieder zurück und Stuck buggt hier ein bisschen rum und wird gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen Terz machen. Boah, ich könnte aber aus dem Bronto noch schnell die Sachen rausholen, bevor er ihn wirklich wegmacht. Oh, das kann ja wieder was werden hier. Das ist ja super. Ich glaube, zwei oder drei Leute haben sogar schon den Dings verlassen hier, den Server. Die haben gerade schon geschrieben, fucking Lisa, bla bla bla, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das gibt's nicht und dann AIP ArcLife. Und dann weißt du Bescheid, sind sie direkt gegangen. Ich glaube, ein ganzer Stamm wurde da vorne, also ein ganzer Tribe,
wohl rausgenommen von ihm. Ja, hier auf jeden Fall die Narkosemittel. Obwohl, die sind ja eigentlich nicht. Ich bin schon überladen. Okay, ich lasse doch ein paar hier. Und trage erstmal was anderes mit. Und zwar Feldflasche könnten wir gebrauchen. Oh, wir haben da auch noch die ganzen Rüstungen und so. Wir haben nämlich Rüstung von so einer netten jungen Dame geschenkt bekommen, die ich hier kennengelernt habe. Dann wieder überladen. Schwert, GPS, die Betäubungspfeile, die Wasserflasche, die Gileehose, Handschuhe und die Stiefel. Und jetzt gucken, was wir hier schnell noch rausschmeißen, damit wir auch weiterlaufen können. Hier kommen die Lederschlafsäcke, sind mir gerade auch zu schwer. Die lassen wir einfach hier drin. Davon auch nochmal ein. Flinte nehmen wir mit, Schwert nehmen wir auch mit. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ach, wir haben jetzt auch wieder Wände und alles drin. Die lasse ich jetzt mal kurz hier. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz noch zum Tragen. Was haben wir hier? Schießpulver, ja komm, das können wir hier lassen, falls... Oh, ich würde gerne gucken, was jetzt los ist. Komm schon, schneller. Das Fernrohr nehmen wir auch mit. Das Öl. Und komm, doch ein bisschen Narkose. Jetzt haben wir wieder Platz. Na komm. Reicht schon. So, raus hier. Und wo ist er? Es wird dunkel. Ach du meine Güte, das wird dann noch besser. Das wird ja immer besser hier. Ja, er ist noch genau da. Okay, ich bringe die Sachen schnell rein, bevor wir gleich auch sterben. Und dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt einfach mal dran. Bis, ja, ist was passiert. Er scheint da oben aber zu hängen. Soll ich hingehen und den Baum weghacken, damit er weiter kann? Nein. Ach Mann, ey. Das ist das aber auch wieder uns passiert hier, ne? War ja wieder so klar. Jetzt nehmen wir noch ein paar Bären rein. Vielleicht die letzten Bären, die wir hier essen werden? Nein. Ich weiß nicht. Ich denke mal, ich werde hier auf jeden Fall weitermachen dann, aber... Ja, das wird dann wieder richtig hart. Ich bin jetzt eigentlich richtig froh, dass wir den Bronto noch haben und sowas alles. Leider ist der Sarko und der Pterodondon, oder wie der nochmal heißt, ist heute Morgen, also was heißt heute Morgen, gerade eben ist er draufgegangen von ihm. Und ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich könnte auch von den Tieren noch die ganzen Sattel abmachen und so, aber... Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal und hoffe, dass wir irgendwie ungeschoren davon kommen. Also was heißt ungeschoren, ein bisschen haben wir schon kassiert, aber... Das reicht dann jetzt auch, hoffe ich. Oh, das ist so schön, dann unser Gebiet erweitern. Das hätte ich euch jetzt gleich gezeigt, wo wir jetzt schon sind oder was wir vorhaben. Und jetzt passiert das hier. Das ist echt ärgerlich. Na, ist ja immer noch. Okay, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Ich würde sagen, wir setzen uns mal aufs Dach und gucken uns das mal an hier. Habe ich noch irgendein Tier, womit ich den weglocken könnte? Ich glaube, die sind alle One-Hit von ihm. Jeder einzelne. Es gefällt mir nicht, dass er ausgerechnet hier bei mir an der Basis da. Komm schon. Mann, Mann, Mann. Ja, also wie gesagt, da wo ich jetzt hinzeige, da die Base, da ist eine riesige Base, die kann ich euch gleich nochmal zeigen, da können wir gleich nochmal eben hin. Die hat er ganz ausgelöscht, also alle Tiere, die da waren, hat er weggemacht, außer ich glaube ein Wassertier. Ich weiß nicht, ob er Wassertiere angreifen kann, auf jeden Fall hat er ein Wassertier da gelassen. So ein großes. Und ja, wir können ja mal ganz kurz jetzt gucken beim Nachbarn hier, wie es bei ihm aussieht, ob bei ihm noch was lebt. Ich hoffe es ja. Das ist echt hart, wirklich. Und das, oh, was mache ich denn da? Ne? Ich wollte eigentlich eine Fackel anmachen. Ich habe keine Fackel mehr. Aber oh, was brauche ich? Ein Stein. Ja, komm, wir werden mal das gleiche finden. Was war das denn? Warum ist das jetzt hier so voller Licht? Haben einen Stein, Fackel und dann gehen wir mal kurz gucken. Hier, wie man sieht, wie Gott ihn schuf.
Hab alles verloren gerade. Ein paar Waffen und so habe ich mir schon wieder aus dem Schrank genommen. Komm jetzt nicht hier langen. Gib Gas. Und jetzt los hier. Geht doch. So. Ach so. Und dann gehen wir mal kurz gucken. Also wenn es leer ist, wisst ihr Bescheid, was passiert ist. Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Hier kann man aber auch jetzt gerade nicht viel sehen. Oh, man hört aber noch Tiere, das ist schon mal schön. Jetzt hat er ja auch alles zu. Ich gehe mal hier so ein Stück hoch, vielleicht können wir von hier was sehen. Kann ich hier den Stein hoch, ja. Komm. Geht's nicht? Nee. Ja, aber nach T-Rex und so sieht das hier auch nicht mehr aus bei ihm. Gehen wir noch ein Stückchen höher, dann mache ich mal die Lampe kurz aus, vielleicht sehen wir dann besser was. Ja, doch, da unten ist glaube ich noch ein Rex, seht ihr den weißen Schwanz? Ja, da hinten die Base sieht man jetzt nicht, ist zu weit entfernt, hätte ich mal das Fernrohr kurz mitgenommen. Ja gut, er hat seine noch, da hat er nochmal Glück gehabt, der ist nämlich hier unten überall rumgewütet. Und da unten ist echt alles platt. Oh, ich kann auch nochmal, ich guck mal ganz kurz bei unserem Kollegen hier, Spinks oder wie er heißt. Ich hoffe, den haben sie nicht erwischt, weil da ist er genau auch hergelaufen. Mann, 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 Mann. Das Ding ist aber auch echt übel. Wir haben gerade zu 10 oder so angegriffen. Und trotzdem marschiert er hier weiter. Hier ist unser Kollege. Ah, oh, er hat nochmal Glück. Ihm lebt noch alles, glaube ich. Ja. Hat nochmal Glück. Aber hier unten auf jeden Fall, da, können wir, da gehen wir jetzt auch mal ganz kurz in das Zeug hier jetzt. Da hat er alles platt gemacht. Da bin ich dann mit dem Vogel drüber geflogen und mir das angeguckt. Und dann ist er hier so rechts rüber. Und dann kann man am See bei uns durch die Bucht gelotst. Kann ich hier links her? Ich weiß es gar nicht. Und erschöpft. Ah, jetzt geht's wieder. Nein. Muss ich hier eben durchschwimmen? Oder ist das da offen? Ist offen. Gut. Na, hier lebt auf jeden Fall nichts mehr. Ein Dodo. Und das Feuer. Ich weiß nicht, ob er auch nach oben gekommen ist. Auf jeden Fall hier unten hat er die ganzen Tiere. Und davon lebt nicht mehr viel. Da war alles platt. Als ich darüber geflogen bin, war alles kaputt. T-Rex, sonst war es alles weg. Ja, hier noch die Fische. Und dahinter sind halt... Warte mal, da gehen wir jetzt auch hin. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist das nächste Tor, wie ihr seht. Und da hat er halt sein T-Rex und Ronto und Spinosaurus und keine Ahnung was alles. Das waren richtig viele und richtig gute Tiere, ehrlich gesagt. Also schöne Tiere. Und jetzt ist alles hier platt. Da lebt kein einziges Tier mehr. Da bin ich da oben auf der Plattform, habe ich kurz gehalten. Habe ich das gesehen? Ich versuche mal da auf den Stein zu kommen. Vielleicht können wir dann rüber gucken. Ja. Ja, wie man sieht, das ist alles leer. Hier war alles voller Tiere. Alles weg. Und das ist schon echt hart. Da hinten der mit der Base ist auch alles weg. Ich weiß nicht, ob der noch woanders welche hatte. Aber wir müssen zurück, wir brauchen auch gleich Essen. Hab ich was dabei? Oh, zwei Bären. Oh, oh, oh. Das ist echt übel. Warum fliegt der nächste zum Angriff?
Wenn er jetzt bei uns in der Base ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, so langsam kriegen wir richtig Hunger. Und wir haben noch ein ganz schönes Stück. Oh, das wollte ich nicht. Er läuft hier auf dem Parasaurus rum, da kennt er nichts. Hat da gar kein Problem mit, was hier gerade los ist. Ich schwimme jetzt einfach hier rüber. Scheißegal. Oh Gott, alles voller Fische. Er kommt hier mit dem Fiomia und mit dem Parasaurus an. Ja, ich glaube, er will ihn erledigen. Das kriegt er auch hin. Mit den beiden. Die sind ja völlig OP. Oh, oh, die Nahrung. Das ist aber Dali. Und wo ist der Titanosaurus? Ist aber uns schon im Lager. Ja, einfach hungern. Unser Bronto steht noch. Ja, bleib locker, Kollege. Bin ja unterwegs. Da ist er hinten noch. Ey, genau bei uns in der Basis. Das kann kein gutes Ende nehmen. Na, komm schon. Ich glaube, ich sollte ihn einmal hier schnell wüten lassen, alles kaputt machen lassen und dann weiterbauen und machen. Nein, auf keinen Fall. Hier, seht ihr, wie ich die schon alle in der Ecke getrieben habe? Ach, das habe ich ja schon gezeigt. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ob ich den wirklich mal kurz versuche anhauen soll irgendwie. Und dann weglaufen und versuchen, dass er in eine andere Richtung läuft oder so. Aber das wird ja eh nichts. Ich kann jetzt auch schlecht neben meiner Basis hier stehen lassen, ey. Dann lebe ich ja Tag und Nacht mit Angst hier. Mir keine ruhige Minute mehr. Ja, alte Spaten, das gibt's doch nicht. Ehrlich, auf einmal kommt er hier ran. Wir sollen immer wieder in so einen Obelisten sperren da oben. So, gegessen haben wir. Was macht er? Er hängt da immer noch. Na, ah, ich glaube, das wird nichts. Der bleibt jetzt da, oder was? Der war gerade hier hinten noch die ganze Zeit unterwegs. Weißt du was? Wir pieksen den jetzt mal an von hinten. Und hoffen, dass er dann in die andere Richtung läuft. Ansonsten, ja, haben wir gelitten. Ich mach's jetzt einfach. Kennt da nichts. Ich schmeiß aber erstmal meine ganzen Sachen hier rein. So, den Rest den kriege ich locker wieder. So. Und jetzt mit so einem Holzspeer hier machen wir den jetzt platt. Holen uns jetzt den Titanosaurus. Gar kein Problem. Zeige ich euch mal, wie OP der Iron Reaper hier abgeht. Ist er noch da? Ist er noch? Ganz easy macht er das jetzt. Two hits, ist er down. Auf geht's. Fackel machen wir direkt aus, damit uns keiner dabei sieht, was wir hier für eine Scheiße machen. Ja, da hat er sich aber auch ein schönes Plätzchen bei mir hier am Örtchen ausgesucht, ne? Besser geht's gar nicht. Ja. Hat er mich gesehen? Ist aber ein Teil. Na gut, wir machen es einfach mal. Ich hoffe, dass er dann in eine andere Richtung zieht. Er darf auf keinen Fall hier bei mir bleiben. Das
sehe ich gar nicht ein, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier jeden Tag den Beef am Hals. Das ist aber auch ein Ding, an welches Level ist der denn? Einmal erstmal gucken. Jetzt steckt der hier gerade eh fest. Sieht man gar nicht. Boah, der ist aber auch riesig. So. Hi. Huch. Mhm. Warum treffe ich ihn nicht? Muss ich ihn ins Bein pieksen? Schon wieder so ein Lack. Einen mache ich noch, dann hau ich ab. Okay. He's coming. Jetzt bin ich down. Na komm. Ich will auf jeden Fall, dass er hier wegkommt von mir. Wuhu! Gegen die Tyrannosaurus. Ja, na komm. Und da kommt auch noch, oder? Ist er lieb? Er ist nicht lieb. Er ist auf keinen Fall lieb. Boah, was ist das denn? Oh nein, der macht das, die machen das kaputt. Hundertprozentig. Tyrannosaurus! Hilf mir! Hilf mir, Bruder! Okay. Das war's.